Auf Spanisch? Hola, Signore, ¿qué hora es? Oh, muchas gracias. Davis Berger, kennen Sie den Synchronsprecher Axel Lutter? Wenn ja, haben Sie schon mal was gemeinsam mit ihm synchronisiert? Aber ja, wir haben eine wunderbare Trickserie zum Beispiel zusammengesprochen. Ja, wie hieß denn das? Der Dings, irgendwas mit dem Stein. Der Dingsstein. Oh, das ist zu lange her. Ich mache so viele Sachen und ich vergesse dann natürlich ganz schnell auch immer hier die Titel. Aber wir haben, wie gesagt, wochenlang waren wir gemeinsam im Studio und haben eine sehr witzige Zeichentrickserie zusammengesprochen. The Pais fragt, welchen Schulabschluss haben Sie? Ich habe, wie man das so nannte damals, die mittlere Reife gemacht. Das ist also die Mittelstufe zwischen Volksschulabschluss und Abitur. McFatboy fragt, was ist Ihre allerliebste SpongeBob-Folge? Also da gibt es auch einige, wo wir viel, viel Spaß hatten und viel gelacht haben. Eine meiner Lieblingsfolgen ist allerdings die, die Steinzeitfolge, wo die in der Steinzeit sind, immer mit diesem Uga, 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 Uga. Da haben wir wahnsinnig viel rumgeblödelt im Studio. Das hat viel, viel Spaß gemacht. Bei der heiligen Miesmuschel. Auch Titz 1988 hat eine Frage an San Diego. Lieber gesiezt oder geduzt werden von Ihren Fans? Also Fans dürfen mich auf jeden Fall alle duzen. Habe ich kein Problem mit. Alle. Bei fremden Leuten ist es mir erstmal mit dem Sie lieber, dass man erstmal guckt, wie kommt man zusammen. Ne? Aber wie gesagt, für Fans immer du. Hallo, mein Name ist Patrick Keaton und Bardock Bardock fragt, lieber Santiago, dauert ein Video zu produzieren lange? Ein Video zu produzieren? In der Regel nicht, nö. Flitsch fragt, haben Sie mal Thomas Fritsch kennenlernen dürfen und wie ist er so? Ein sehr netter, zauberhafter und herzlicher Kollege. Ich habe vor vielen, vielen Jahren in Stuttgart Theater gespielt und der Thomas Fritsch war in der vorhergehenden Produktion. Das heißt, er hatte abends immer Vorstellungen, als wir über Tag geprobt haben. Und da sind wir das ein oder andere Mal auch abends zusammen dann weggegangen, zusammen essen gegangen oder sind irgendwo was trinken gegangen. Und dann habe ich mit ihm ja die wunderbare ZDF-Serie Rivalen der Rennbahn gedreht. Da hat er eine Hauptrolle gespielt und ich war auch als Stallbursche Ludger dabei in 5 oder 6 Folgen, glaube ich. Und da haben wir eine schöne gemeinsame Drehzeit gehabt fürs ZDF. Rivalen der Rennbahn. Gibt es auf DVD inzwischen. Stormbreaker fragt, kannst du mich grüßen? Ich heiße Jonas. Hallo Jonas, ganz liebe Grüße. Machen Sie auch mal ein Fantreffen im Raum Köln? Könnte man machen. Ist vielleicht eine interessante Anregung und gerade Köln als Medienstadt. Ich werde das mal weitergeben und vielleicht sieht man sich da, ja? Wenn Sie SpongeBob in einem der Videos machen, hört sich das anders an als in der Serie. Verstellen Sie in der Redaktion die Stimme etwas oder wie hört sich das genau an? Also eigentlich spreche ich den SpongeBob immer gleich, aber es kommt immer auch auf die Tagesform an. Aber ich denke, so Riesenunterschiede kann es da eigentlich nicht geben. Weil der SpongeBob ist so, der spricht immer so. Ja, ob nun im Video oder in der Serie oder wie auch immer. Der ist eigentlich immer gleich, hallo. Mein Name ist Lord Alexander. Ich bin Forscher, Entdecker und manchmal auch Träumer. Und auch ich darf eine fantastische Fanfrage an Monsieur Ziesmer stellen. Santiago, meinst du, SpongeBob ist ins Handy verliebt? Wollte schon immer, dass die beiden zusammenkommen. Das klingt ja sehr abenteuerlich. Könnte sein, wäre eine interessante Idee. Ja, könnte man verfolgen. Warum denn nicht? Karate! Essen Sie gerne bei McDonald's? Also gerne würde ich nicht sagen, aber ab und zu aus Zeitmangel schon. Ich denke, das ist auch okay, aber nicht ständig. Was ist eigentlich dein Lieblingslied? Mein Lieblingslied? Oh, Kinder, ist das so eine Sache. Es gibt viele tolle Lieder. Ein Lieblingslied habe ich auch nicht. Ich höre manchmal gerne Schlager, dann höre ich manchmal gerne klassische Musik oder auch moderne Musik.
kommt auch immer auf die, ja, auf die Situation an. Und manchmal will man beschwingte, humorvolle Musik, manchmal will man ein bisschen melancholische Musik. Und da ist mein Geschmack eigentlich ziemlich breit gefächert. Mhm.